Seit dem Erbe bei der Nacht auf dem Montag braucht es ein Update. Das ist bis jetzt bekannt. Ein Erdbeben von der Stärke 7,8 hat ein grosses Gebiet zwischen der Türkei und Syrien verwüstet. Es hat fast 250 Nachbeben gegeben, das stärkste davon mit einer Magnitude von 7,5. Die Opferzahl steigt immer weiter. Nach bisherigen Informationen ist die Zahl der Toten schon bei fast 5'000. Über 23'500 Leute gilt das verletzt. In ein paar Regionen gibt es kein flüssendes Wasser. Die Leute frieren und suchen nach Unterschlupf. Behörden vermuten immer noch hunderte Personen unter den Trümmern. Nach denen muss jetzt gesucht werden. So ist das Schweizer Rettungsteam heute Morgen gebrieft worden. Wir suchen nach 7 verschütteten Personen, zu denen das vorherige Team vor 8 Stunden Kontakt hatte. 2 bis 3 davon sind Kinder. Die Nacht war kalt und nass. Die Menschen sind daher geschwächt. Sie haben auch Hunger. Wir können ihnen aber nicht helfen, sondern konzentrieren uns auf die Verschütteten. Auf dem Platz sind auch Locals, die Schutz, Wärme und Essen suchen. Der Rettungsdienst ist nicht intakt. Es geht Stunden, bis die Ambulanz kommt. Es hat sichtbare Tote. Die Gefahrenlage ist stabil. Ein großes Problem sind Gebäude, die noch nicht eingestürzt sind. Dort können nämlich noch Teile einstürzen. Der Christoph Scholl ist zuversichtlich, dass immer noch Leute gerettet werden können. Updates zu den Rettungsarbeiten findest du auf 20minuten.ch.